bisschen Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt macht mir doch bequem, meint ein Mann. Auch am Herdenrechten Mann sein Mann kann stehen. Man muss nur wählen, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt könnt er mir ruhig überlassen. Er hat keine Ahnung, so ein Mann. Du weißt, ich liebe meinen Job über alles, aber manchmal würde ich wirklich gerne mit dir tischen. Du wieder daheim und ich, der Eliane, ihre Chefsekretärin. Sekretär gehe ich euch. Da könntest du euch mit meinen Problemen umschlagen. Ich weiss, du hast einen anspruchsvollen Job, der dir jeden Tag harte Entscheidungen abverlangt. Weißt du nicht, ob der Sitzungskaffee mit oder ohne Schöckli servieren soll? Wenigstens schmeckt mein Kaffee nicht nach einem Kalker. Oh. Das ist doch prima. Oh Gott. Selber die Schuld, wieso hast du über mich lustig gemacht? Ich bin die rechte Hand der Chefin. Ich habe echte Managementprobleme zu lesen. Um was geht's? Zielkundensegmentierung, Cashmanagement, Liquiditätsplanung. Viel schwieriger. Wie wird man Tausende so Dosen los? Wollt ihr euer Sortiment erweitern? Haute Couture und Tupperware. Einer von unseren Lieferanten hat vor einem Monat gefragt, ob er das Zeug bei uns einlagern kann. Und dann ist er pleite gegangen und ins Ausland abgehauen. Also genau das, was ich Eliane immer wünsche. Und bei wem ist gestern der Auftrag gelandet, das Zeug loszuwerden? Kein Problem. Bestellst du einen Backer und begrabst es bei der Eliane im Garten. Nur wenn ich dich auch gerade mitvergraben darf. Morgen, Angela. Morgen. Du hast also noch keine Idee? Dass du keine hast, ist ja klar. Also, wo ich noch Bereichsleiter war. Ich höre sie immer wieder gerne, deine Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Oder ist es vorletzte? Also, so etwas loszuwerden, ist Chefsache. Ich kann mich erinnern, im 98 sind im Rahmen von einem Kompensationsgeschäft plötzlich 100 Eisenbahnzüge bei uns eingetroffen. Ich hatte doch gar keinen Gläsanschluss gehabt. Und so nicht für Spielzeug-Eisenbahn. Ein Lieferant hat euch mit Spielzeug-Eisenbahn gezahlt. Kein Wunder, haben sie die kurz darauf abend rausgehauen. Wieso soll man ihn wegen dem gekündigt haben? Weil er im Büro monatelang nur noch Gießen behandelt hat. Viele Weg. Hat die Ware innerhalb von 3 Tagen an einem deutschen Grosshändler verschuttet. 1000, 2000, 3000 Franken Gewinn. Also mehr, als du im Jahr verdient hast. Los, wenn ich wollte, hätte ich den Sondermüll innerhalb von 24 Stunden verscherbelt. Du wirst es nicht einmal schaffen, einem Esker ein Heizküsse zu verkaufen. Mit links? Und 2 Tage später noch ein Campingzelt? Wieso? Die haben doch Schneehütte. Die schmelzen ja vorzu weg mit all diesen Heizküssen. Träum weiter. Gegen mich hättest du als Verkäufer keinen Stich. Das können wir ja leicht herausfinden. Wie wär's mit einer Wette? Wer bis übermorgen mehr von dem Plastikzeug verkauft, ist Sieger. Und bekommt erst noch den ganzen Umsatz vom anderen. Eliane, Max, das ist eine gute Idee. Sonst sagst du doch immer, du findest unsere Spiele total infantil. Aber doch nicht, wenn ihr mir das Problem abnehmt. Moment. Ich muss nur noch schnell etwas in die Agenda eintragen. Für übermorgen. Max auslachen. Wie bitte? Dann kommt aus, dass du deine Wette verloren hast. Fertig jetzt. Bis heute Abend, Schatz. Babs, das Mami ist doch bald 40. Lass in dem Alter nicht langsam das Gedächtnis nach. Ich kann mich nicht erinnern. Mist. Dann sind die Chancen schlecht, dass sie ihren Geburtstag vergisst. Weißt du wieder nicht, was schenken? Früher war alles so einfach. Ich habe in 2 Minuten schief das Haus und ein Sünneli hergeklopft und schon ist allen Verwandten das Augenwasser gekommen. Bis wir gemerkt haben, dass du die Zeichnungen wirklich wie am Fliessband produzierst. Ein paar Jahre hat die Masche ja problemlos funktioniert. Hast du schon eine Idee? Ich lasse mir spontan etwas einfallen. Kirschstängeli und Büchergutschein. Oder etwas, was man gerne hat und brauchen kann. Also bis jetzt ist es immer noch gelungen, deine Mutter zu überraschen. Sie zu überraschen, ist Bubi leicht. Dann könnt ihr einfach eine Krawatte schenken. Hast du schon ein Geschenk fürs Mami? Und ob? Das wird sie umhauen.
Nur wenn du das über den Kopf haust. Da kommt der Plakette her, dass der Oscar 2002 Kategorie Beste Schwester an Tanji geht. Da steht aber, dass der Oscar 2001 Kategorie Bester Hausmann an Max geht. Dem haben wir wieder weggenommen. Hat das Geschenk einfach nicht geschätzt? Nein, wie hast du das gemerkt? An der Art, wie mich der Oscar aus dem Güsselkübel angeschaut hat. Komisch. Ist sonst nicht ein Bab seine Art? Wahrscheinlich hat er sich genervt, weil es da drunter noch mal eine Widmung hat. Stimmt. Mir hast du nie schon geschenkt. Und jetzt willst du eine Mami antrüllen? Alle anderen haben ihn schon gehabt. Kann sie doch nicht diskriminieren. Erich, du bist manchmal so nobel. Es ist auch nicht so wichtig, was man schenkt, aber von Herzen muss es kommen. Wir müssen Oski. Arbeitet schön. Gott, was könnt ihr noch schenken? Das Portemonnaie. Vergiss es. Das Rolf-Knie-Poster. Bäh. Paps, was ist denn mit dir los? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Hast du dir wieder mal das Rezept abgehängt? Hast du Wäschkand und den Socken verloren? Wett mit Elian. Es geht darum, wer in zwei Tagen mehr von diesen Tupperdosen verkauft. Gott sei Dank. Schon gemeint, es geht um etwas völlig Sinnloses. Also verstehe mich nicht falsch. Als Manager habe ich schon ganz andere Probleme gelöst. Aber wie zum Teufel verscherbelt man so etwas? Da gibt es nur eins. Eine Hausfrauenparty. Was gibt es denn da zu feiern? Eine Party, wo das Zeug verjaut ist. Du meinst, der bringt's? Ich kenne gesagt drei Hausfrauen. Vier mit der Frau Bonanoni. Die neue Nachbarin? Das ist doch prima. Vielleicht ist sie noch nicht ganz eingerichtet und steht auf nutzloses Zeugs. Wir gehen dort studieren. Ich lade alle vier ein, mache Kaffee und Kuchen und dann gibt es eine tolle Tapper-Präsentation. Ich wette, die toben vor Begeisterung. Wie an einem Rolling Stones-Konzert. Was heisst es? Und sie bestellen Salatschüsseln, Shake und Eierboxen wie blöd und Elian schaut ein. Ich erinnere Ihnen kurz den Vorteil von dieser farbenfrohen, formschönen Tupperbox für das Morgenspeck erläutern. Versetzt jeder Hobbygriller in Ekstase. Unsere patentierte Würstibox mit hundesicherem Verschluss. Probka, kurz am Moser. Notfallmäßig zum Zahnarzt. Ja, die anderen sind alle gekommen. Und wir haben das Reiben glatten. Fast sagt das Fett ist nichts dagegen. Wieder schauen. Damit haben alle abgesagt, bis auf Frau Bonanoni. Jetzt musst du total skrupellos sein. Pack sie, verkaufe dein ganze Sortiment. Ich bin ein Hai, sie ein Sardelle. Ich bin ein Tiger, sie ein Freilandhuhn. Grüezi, Frau Freihuhn. Entschuldigung, Frau Bonanoni natürlich. Grüezi, Herr Brucker. Danke für die Einladung. Schön, haben Sie es da. Danke. Und Sie schon eingelebt in der Nachbarschaft? Ja, ja, das ist ein wirklich gutes Quartier. Sehr profitabel. Wieso profitabel? Sitzen Sie doch ab. Kaffee? Gern. Selber gemachte Guetzli, das sieht aber toll aus. Ist das nicht wahnsinnig aufwendig? Früher bin ich stundenlang in der Küche gestanden, aber heute geht alles viel ringer. Alles nur eine Frage von der richtigen Küche gerecht. Und ich, Löli, habe gemeint, es käme aufs Rezept an. Ergonomisch geformte Teigschüssel. Guetzli-Dose mit Einzelfächer. Ich gebe Ihnen gerne ein paar Tipps von Hausfrau zu Hausfrau. Ehrlich gesagt, ich bin keine Hausfrau, ich bin voll berufstätig. Was machen Sie, wenn ich frage? Ich bin Kosmetikvertreterin. Was? Herr Brucker, sind Sie auch gegen Tierversuche? Nein. Ja. Warum? Weil meine Kosmetiklinie das Happy Hasli-Label trägt. Das bedeutet keine Tierversuche. Frau Hasli. Frau Bonanoni, Sie wollen mir doch nicht etwa Kosmetika verkaufen. Genauso wenig wie Sie mir tapper wäre. Gute Antwort. Aber meine Frau kauft Kosmetika selber. Komm mit auf. Ich habe natürlich auch. Eine Mannenlinie. Das ist ein weiterer Vorteil von dem Geschirr. Es ist geschlechtsneutral. Ich habe natürlich auch eine Unisex-Linie. Für Männer und Frauen. Das Engagement in Ehre, aber Sie können mir nichts antrüllen.
Ich habe 15 Jahre Managementerfahrung und bin in Verkaufstechnik geschult. Da habe ich natürlich einen Kennstich mit meinem dreiwöchigen Einführungskurs. Das wäre wirklich ein ungleiches Rennen. Sie brauchen also nichts. Kapital. Null. Und da sind Sie ganz, ganz sicher? Eher früher Pölz, als dass Sie mir einen einzigen Lippenstift verkaufen. Was mache ich mit dem Motto zu den Lippenstiften? Erst noch solche, die nicht zum Intern passen. Er löst Happerparty null. Unkosten. Diverse Kosmetika, Franken 249,90. Das nehme ich auf die Haushaltskasse. Jetzt zum erfreulichen Teil. Bei wem hüllt sich ein 52-jähriger Ex-Manager aus, der in der Scheisse steckt? Bei seiner Mama. Und was nützt es? Verkaufserlös Mutter, Franken 300. Mama, wenn ich die nicht hätte. Hallo? Schatz, Angela, Liebste. Schön, dass du endlich heimkommst. Ich konnte es kaum können erwarten. Max, spar dir den Weg, Spieler. Sag ihm gar, was du willst. Angela, okay. Weil hat Eliane schon verkauft? Um das geht's. Die hat allen Lieferanten angeleitet und sie genötigt, dir ein paar Dosen abzukaufen. Mist, kann ich gleich zusammenpacken. Es ist total mies gelaufen. Sie hat nur 200 Franken hingeholt. Ha! Ich hab's gewusst, ich liege vorne. Hat sie etwas aufgegeben? Dann geht der. Sie hat sehr schnell eine wirklich kreative Lösung gefunden. Was für eine Lösung? Dass ich ihr für 300 Franken Töpperwehr abkaufe. Was? Della hat gemeint, wenn ich mich weigere, nimmt sie die letzte Lohnrechnung zurück. Ich gehe das mal verräumen. Meine eigene Frau fällt mir in den Rücken. Ich fasse es nicht. Ich könnte sie verwürgen. Deine Frau? Pfui. Was? Die natürlich. Du jetzt Bübli wieder einmal Mordfantasie. Irgendjemand sollte mal eine neue Art von Schneckenkörner erfinden. Eine, die auch gegen einen Mann wirkt. Ich weiss, ich bin gemein gewesen. Bitte? Was soll ich mit dem? Falls du dann noch anfängst zu sprühlen. Sag, wie viel hast du schon geschafft? Also, da wären mal 300. Also habe ich so gut wie gewonnen, Juhe. Vergiss es. Ich habe ja noch die Party gehabt. Und dort habe ich noch mal 250 geschafft. Also total 550. Und du hast erst 500. Ha! Stimmt nicht. Ich habe auch schon 550. Sag'ms. Pops, es tut mir leid. Aber sie hat mich erpresst. Katrin, du auch. Das Mami will abholen und dann hat sie da gesagt, das Mami müsse an ihrem Geburtstag arbeiten. Aber das ist am Sonntag. Das heisst doch nicht, dass er eine Frei gibt. Nicht schon. Weil ich ihr für 50 Stutz Plastik-Sondermüll abgekauft habe. Du schreckst wirklich von nichts zurück. Gleichstand also. Ja, aber langsam habe ich das Spiel satt. Wie wär's mit einem Stichentscheid? Wie soll das funktionieren? Wir suchen uns ein Opfer aus. Und wer es schafft, dieser Person mehr Tapper zu verkaufen, ist Sieger. Verstanden. Wen nehmen wir? Abig. Was schaut ihr mich so an? Wie zwei hungrige Katzen eine Maus. Abgemacht. Was? Nicht, nicht. Komisches Volk. Bin ich eigentlich der einzige Normal hier? Hast du jetzt eine Geschenkidee? Ich habe den ganzen Tag probiert, sie unauffällig auszuquetschen. Jetzt habe ich eine Liste mit 50 Sachen. Wo sie will? Wo sie auf keinen Fall will. Schenke ihr doch auch einen Oscar. Zwei aufs Mal, das hat noch nicht einmal der Steven Spielberg geschafft. Ups, da ist sie. Ist das nicht der Eros Ramazzotti? Findest du auch so geil, Mami? Gefällt mir. Hey, cool. Darum habe ich euch alle CDs von ihm. Ich finde es lieb, was du da probierst. Aber von mir aus müssen wir dieses Jahr überhaupt nicht scheichen. Ha, auf den gehe ich nicht rein. Vor allem nichts Grosses. Hauptsache, es kommt von Herzen. Ja, wenn es von Herzen kommt, eine Dose Schnupftabak findest du trotzdem nicht leer. Ich bin nicht heikel. Das Einzige, was ich wirklich nicht vertrage, sind Sachen, die weiterverschenkt werden. Das würdest du gar nicht merken. Wolltest du sagen, du kannst dich an jedes Geschenk erinnern, das je jemand bekommen hat? Nehmen wir Katrin. Vor zwei Jahren hast du ihr etwas geschenkt, was sich jedem Mädchen wünscht. Ein 30 cm grosser Briefbeschwerer.
War wie ein goldiges Mann in uns gesehen. Manchmal wünscht mir wirklich, sie wäre nicht nur blond, sondern auch ein bisschen blöd. Was grinst du so? Weil wir jetzt beide kein Geschenk haben. Erich, kann ich kurz mit dir reden? Ich will aber ins Kino, 10 Sekunden. Das reicht nicht. Ich komme morgen in die Videothek, ist das gut? Am besten am 11. Um was geht's? Nicht besonders. Ich will einfach wieder mal mit meinem liebsten Mitbewohner plaudern. Aber dann kannst du ja nicht gleichzeitig bei mir sein. Du bist doch mein liebster Mitbewohner. Mein allerliebster. Gott, schlimm der sich ein. Aber das ist nichts gegen das, was ich morgen mit dem Erich abziehe. Am 10:30. Ciao, Erich. Ciao, Eliane. Hast du irgendetwas Romantisches? Etwas für einsame Frauen, die sich nach dem richtigen Mann sehnen? Der Film wäre für dich. Willst du nicht lieber tödliche Weihnacht? Gina Davis als Geheimagentin, die x Männer umbringt. Wieso glauben nur alle, ich hätte statt einem Herz eine Maschinenpistole in der Brust? Die hätte doch gar keinen Platz hier rein. Also ich habe dich nie so eingeschätzt. Und ausgerechnet mit dir habe ich es verdorben, weil ich immer so fies zu dir bin. Das bricht mir das Herz. Muss ich nicht haben. Eliane, so kenne ich dich ja gar nicht. Weißt du, Erich, meine biologische Uhr tickt und tickt. Dein Phil der blauen Wey, der handelt von einem Bombenentschärfer. Nacht für Nacht sehne ich mich nach einem richtigen Daheim. Nach einer Familie, die mich gern hat. Genau wie der Lissi, wo sein alter Herrli gestorben ist. Hat es 100 Mal gesagt, ich würde dich sofort nehmen. Ich meine als Frau, nicht als Hund. Das ist doch nur ein Geschwätz. Oder könntest du dir wirklich vorstellen, wie das wäre, mit mir verheiratet zu sein? Klar. Ich kenne jeden Film mit dem Rock Hudson und der Doris Day. So einfach ist das nicht. Was machen wir zum Beispiel, wenn ich dir etwas Feines gekocht habe? Dann können wir es gar nicht essen, weil ich dir lieber gerade sofort ins Schlafzimmer zerre. Wieso das Essen nicht ins Bett mitnehmen? Das Einzige, was ich in meinem Bett vernasche, ist mein lieber Mann. Dann müssen wir das Essen halt irgendwann mit aufbewahren. Zum Beispiel in so Plastikdosen? Erich? Gehörst du etwa auch zu den Männern, die uns Frauen die versprechen, aber nicht bereit sind, etwas dafür zu investieren? Ich beweise das Gegenteil, jederzeit. Dann wärst du also jetzt schon bereit, ein paar Haushaltssachen zu kaufen? Wenn sich beruhigt, sofort. Das ist lieb von dir. Bitte? Da. Unterschreiben. Was? Wirst du vor dem Traualtar auch so rumstottern? Ich hätte... Soll für 300 Franken so Töpperwerk auf? Wenn dir unser gemeinsames Glück nicht einmal 300 Franken wert ist. Du hast recht. In so einer Situation darf man nicht knausern. Schätze. Danke. Auf was warten wir? Bis die Unterschrift trocken ist. Du meinst ja nicht im Ernst, ich würde je so einen Double heiraten. Ein Double nicht, aber mich. Dick, Lilian, was machst du da? Ich habe gerade den Vollidiot abgezockt. Von wem redet sie? Steht da einer hinter mir? Die meint die. Ciao. Gottfried Stutz, sie hat es wieder geschafft. Sie hat mich schon wieder reingelegt. Ich glaube, mir wachsen Eselsohren. Auch wenn wir manchmal gezofft haben. So etwas würdest du nie machen, gell? Also, weißt du... Wir sind Kollegen. Wieso hast du eigentlich reden mit mir? Weil ich dir... Kopf, ich könnte es eh nicht. Kein Wunder, haben sie mich gespeichert. Ich bin viel zu weich für so etwas. Ciao zusammen. Ciao. Als ihr so deprimiert reinschaut, hat sicher nichts mit dieser Frau zu tun, die rausgelaufen ist. Das ist wirklich unglaublich. Trönt der ganze Familie die Töpper an, damit sie dir weggewöhnt. Was für ein Wett. Hat sie dir auch verzapft, sie will dich heiraten? Die 50 Stutz waren eigentlich für Mami. Das Geburtstagsgeschenk, das ich immer noch keine Idee habe. Also von mir kommt ein ganzer Berg Kosmetika über. Und gratis einen Hautausschlag dazu. Wieso?
wie sie den von den meisten Kosmetika bekommt. Darum nimmt sie nur noch das Ayurveda-Zeug. Stimmt, hat sie letzte gesagt. Mist, die Kosmetika kann man grad wieder abschminken. Schenkst du es mir? Oder am Erich? Dann landet es einfach ein bisschen später bei mir. Wir sollten das Geld von Elian wieder zurückholen. Mensch, wir können uns so gut verkleiden, dass sie uns bei dem Überfall nicht erkennt. Sie müssen mir einen ganzen Berg Töpper abkaufen, da ist es. So richtig, mit Vertrag und allem. Das bringst du nie her. Ich lege es rein. Aber für das brauche ich eure Hilfe. Ich habe zwar keine Ahnung, von was ihr redet, aber ich bin dabei. Wird sicher lustig. Bissig reinlegen ist, wie wenn man Martin Ebner Sportmanee klaut. Achtung, sie kommt. Alles nach Plan. Nur rein. Stimmt das? Du willst wirklich noch mehr von diesen Plastikdosen kaufen? Ich bin ganz begeistert von dem Zeug. Hättest du gedacht, dass man da innen auch Videos frisch halten kann? Unglaublich, was du immer für pfiffige Ideen hast. Wie viel brauchst du noch? Sagen wir für 50 Franken. Okay, für 1000. Und so viel willst du mir noch abkaufen, obwohl ich dich heute am Nachmittag so... Die Beleidigungen machen ja gerade deinen speziellen Charme aus. Elianli. Was gibt's? Erich, tu mir das nicht an. Bitte, 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 kauf mir die Plastikdosen ab. Was? Dann gewöhnt er die Wette vielleicht doch noch. Erich, unterschreib bei mir. Zwei Verkäufer, die sich um mich reissen. Ihr habt sicher nichts dagegen, wenn ich euch gegeneinander ausspiele. Ein guter Geschäftsmann macht keine Spiele. Der unterschreibt sofort. Zuerst müsst ihr euch einschleimen. Stellt euch einfach vor, ich sei der Marlon Brando in der Pate. Wird's bald? Nein, bin doch kein Schleckstängel. Sehr schön, Eliane. Dann unterschreibst du jetzt. So weit sind wir noch lange nicht. Max, ein Bier, dann reden wir weiter. Wie könnte ich dich schikanieren? Deine Unterschrift gefällt mir gar nicht. Mach mir eine schönere. Spinnst? Was? Ist ja gut. Ich mach's. Frau Bissiger, sind Sie ja dafür, dass die Schweiz 4 Bundesrätinnen hat? Was? Ja, warum? Weil Sie dann unbedingt die Petition da unterschreiben müssen. Für das habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Eine gute Geschäftsfrau unterschreibt sofort. Ist ja gut, die Bahn. Ich sammle übrigens auch Unterschriften. Gegen den Komposthaufen von Flückigers. Der verstinkt die ganze Nachbarschaft. Fällt mir noch nicht weiter üben. Ich habe dann auch mal eine Petition für die Abschaffung von Machismo in Brasilien. Man kann auch mehrfach unterschreiben. Gar nicht schlecht, das Bier. Aber deine Unterschrift, das bricht dem Tarzan sein Aff besser her. Dann unterschreibst du bei mir. Ja, klar. Allerdings, wenn die Eliane so wieder übt. Nein. Ich habe dann noch mal etwas Cooles. Eine Petition für die Abschaffung von Mannenstimmrecht. Schon gut, gib an. Für jeden Kanton eine. Danke. 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 Oh. Oje. Wie ist denn das da reingerutscht? Katrin, wie kannst du auch? Das ist ja gar kein Petitionsbogen. Das ist ein Kaufvertrag. Was? Was für ein Vertrag? Ein grosses. Du verpflichtest dich da bloß, mir für 1000 Franken Töpperwehr abzukaufen. Womit ich unsere kleine Wette gewonnen hat. Ihr habt mich reingelegt. Mit einem ganz billigen Trick. Mit dem kommen wir nicht durch. Wir sehen uns wieder vor Gericht, ihr Drecksack. Hat aber so mit keine Freude. Was hätten die damit zu tun? Das Geld, das sie uns abgezockt haben, wäre eigentlich für ihr Geburtstagsgeschenk gewesen. Moment. Der Gewinner bekommt auch den ganzen Umsatz vom anderen. Und das wäre alles für Angela. Ja, also... Klar, genau so haben wir es abgemacht. Echt? Von mir aus. Und was schenken wir? Vielleicht doch Oscar, aber keine gebrauchte, sondern neue und gerade 100. Das ist eine Furzidee. Leider habe ich auch keine bessere. Ich wüsste etwas. Da schwärmt sie schon die ganze Zeit davon im Büro. Ehrlich, was ist es? Es ist... Wollt ihr mir nicht zuerst die Hand küssen? Ich vergiss es nie im Leben. Oder lieber die Füße? Ja. Ist ja gut, ich sag's euch. Dafür darf ich mich auch daran beteiligen und das Geschenk ist auch von mir. Einverstanden. Eine Wellnesswoche mit allen Schikanen in Kärnten. Und zwar für sie ganz allein, damit sie sich von dir erholen kann. Na, aber zusammen, wer muss sich erholen?
Erholen? Ja, niemand. Wer soll sich dann erholen müssen? Ciao, Schatz. Komisches Volk. Gut, bist du noch da? Ich habe bei 20 Verträge, die dringend zählt, ist unterschreiben. Unterschreiben? Oh nein.